offenbar im Bild verständigt. Die Eucharistie ist das Fest der Machtlosen, nicht das Bankett der Wichtigen. Jesus nahm sein letztes Abendmahl in vielen gesellschaftlichen Gastmahlen vor. Dort waren die Schwächsten der Menschen, die Niedrigsten der Gesellschaft, die Traurigsten des Volkes und die allerletzten Sünder willkommen, damit sie seine erleuchtende, tröstende und heilende Gegenwart erleben. Gottes Reich begann aufzublühen, genau durch diese Begegnung. Der Tisch des Herrn ist immer nicht nur ein vergegenwärtigendes Gedächtnis an das in der Vergangenheit verankerte Christusereignis. Er ist ebenso, wie es in einer alten Antiquon heißt, Unterpfand künftiger Herrlichkeit. Die Garantie der endzeitlichen Vereinigung mit Gott für unsere Zukunft. Logische Dimension der Eucharistie. Auf dem Weg zur dritten Station sehen wir das Team Gottes, die Person, den Liedtext, die Seite 56, in Gottesbuch die Nummer 853, die Stufen 3 und 4. Gottes Lob, Nummer 3,
Zeichen deines Sieges im heiligen Kreuz sei gut und weiß und hier in sich kann. Richter der Erde, Heiland der Welt, Glück der Menschen.